Wir wollen die Stabilität eines Systems mit Zahlen erfassen. Wenn uns das gelingt, können wir mögliche und unmögliche Prozesse vorausberechnen, können wir Gleichgewichte ermitteln. Der erste Hauptsatz sagt, dass die Energie des Universums konstant ist. Wenn die Energie des Systems zum Beispiel bei einem Prozess zunimmt, hier blau gezeichnet, dann muss die Energie der Umgebung um genau denselben Betrag abnehmen. Der zweite Hauptsatz sagt, dass die Entropie des Universums nur zunehmen kann. Wenn die Entropie an einer Stelle abnimmt, hier grün gezeichnet, dann muss sie an einer anderen Stelle um mindestens diesen Betrag zunehmen. Um den ersten und zweiten Hauptsatz anzuwenden, müssen wir immer sowohl System, blau gezeichnet, als auch Umgebung, grün gezeichnet, mit einbeziehen. Der zweite Hauptsatz gibt uns auch ein Maß für die Stabilität vor, nämlich die Gesamtentropie des Universums. Ein Zustand, der einer höheren Gesamtentropie des Universums entspricht, ist stabiler. Wir wollen unseren Blickwinkel jetzt nur auf das System beschränken und ein Kriterium suchen, was nur Systemgrößen beinhaltet, aber trotzdem ein Maß für die Stabilität darstellt. Dazu gehen wir vom zweiten Hauptsatz aus und versuchen, die hier grün gezeichnete Umgebungsgröße zu substituieren. Das gelingt nicht allgemein, aber für wichtige Sonderfälle ist das möglich. Ein Sonderfall ist ein isobarer isothermer Prozess. Wir können die Entropieänderung der Umgebung berechnen, können die Wärme, die die Umgebung austauscht, durch die Wärme des Systems substituieren. Diese ist bei einem isobaren Prozess gleich der Enthalpie des Systems. Wir können die Temperatur der Umgebung gleich der Temperatur des Systems setzen und haben jetzt eine Gleichung, in der nur noch Systemgrößen vorkommen und die uns die Richtung eines Prozesses anzeigt. Wir können diese Gleichung noch mit minus TS multiplizieren und erhalten dann die Aussage, dass dieser Ausdruck nur kleiner oder gleich 0 sein kann. Weil dieser Ausdruck mit einem Stabilitätskriterium gekoppelt ist, bezeichnet man die Kombination H minus T mal S als freie Enthalpie G. Diese Zustandsgröße ist deshalb sinnvoll, weil sie ein Maß für die Instabilität eines Systems ist. Man kann diese Größe auch messen als reversible Nutzarbeit. Aus der Aussage, dass die Gesamtentropie nur zunehmen kann, wird es die Aussage, dass die freie Enthalpie nur abnehmen kann. Das Gleichgewicht ist dort erreicht, wo die Gesamtentropie ein Maximum hat. In unserer neuen Formulierung ist das Gleichgewicht dort erreicht, wo die freie Enthalpie ein Minimum hat. Wenn wir die gleiche Betrachtung für isochore isotherme Prozesse durchführen, kommen wir zu einer weiteren Größe, nämlich der freien Energie. Wir haben also jetzt drei Stabilitätskriterien, die aus dem zweiten Hauptsatz folgen. Für Prozesse in isolierten Systemen gilt, die Gesamtentropie kann nur zunehmen. Für Prozesse von isobaren, isothermen, geschlossenen Systemen gilt, die freie Enthalpie kann nur abnehmen. Und für Prozesse, die isochor und isotherm stattfinden, gilt, die freie Energie kann nur abnehmen. Um vorauszusagen, ob ein isobarer, isothermer Vorgang spontan stattfindet, müssen wir also die Enthalpie betrachten, die Entropie und daraus die freie Enthalpie berechnen. Beispielsweise ist die Verdunstung von Wasser zu Wasserdampf bei 25 Grad ein endothermer Prozess, die Enthalpie steigt. Dieser Prozess ist auch ein endotroper Prozess. Die Entropie nimmt bei dem Prozess zu. Wenn wir Enthalpie und Entropie zusammenfassen zur freien Enthalpie, wir stellen fest, dass bei der Verdunstung von Wasser bei 25 Grad die freie Enthalpie zunimmt. Das bedeutet, der Endzustand ist instabiler als der Anfangszustand. Wir haben allerdings ein Minimum der freien Enthalpie zwischen Anfangs- und Endzustand und hierhin kann sich das System bewegen. Das Minimum der freien Enthalpie entspricht dem Gleichgewicht. Wir haben einen Ausgangszustand mit den Kenngrößen und den Endzustand mit Kenngrößen. Wenn wir den Prozess von A nach E spontan isobar, isotherm durchführen, erhalten wir die gesamte Enthalpie als Wärme. Wenn wir denselben Prozess reversibel ablaufen lassen, gewinnen wir ein Maximum an Nutzarbeit, entsprechend weniger Wärme. Insgesamt haben wir selbstverständlich dieselbe Enthalpieänderung.
aber wir haben nur einen Teil T mal Delta S, die gebundene Enthalpie, als Wärme freigesetzt und Delta G, die freie Enthalpie, als Nutzarbeit freigesetzt. Deshalb heißt diese freie Enthalpie, weil wir wählen können, ob wir diese Enthalpie als Wärme oder als Arbeit gewinnen. Wenn wir das Gleichgewicht einer isobaren-isothermen Reaktion ermitteln wollen, müssen wir die freie Enthalpie berechnen. Die freie Enthalpie ist ein Maß für die Instabilität eines Systems und hat im Gleichgewicht ein Minimum.